mein Name ist Sandra und ich bin bei Grüne Woche Demaskieren aktiv und ja, wie gerade so schön gesagt wurde, wir nutzen sozusagen die Grüne Woche, um gegen das kapitalistische Landwirtschaftssystem zu protestieren, Widerstand zu leisten und Alternativen aufzuzeigen und fokussieren dabei als TierrechtlerInnen und TierbefreierInnen eben auf die Tierausbeutung. Und heute möchte ich einige von den Aktionen, die dieses Jahr gelaufen sind, vorstellen. Vorher erstmal ganz kurz dazu, was ist die Grüne Woche überhaupt? Es ist halt die international größte und bedeutendste Landwirtschaftsmesse. Die findet jedes Jahr im Januar in Berlin statt. Dieses Jahr zum 80. Mal, also die gibt es wirklich schon ewig lang. Und es ist vor allem eine BesucherInnenmesse. Also dieses Jahr gab es über 400.000 Besucher. Und dort präsentieren sich eben in 26 Messehallen, ich glaube, über 1500 Aussteller aus der Wirtschaft, also Handel, Produktion, aber auch verschiedene Institutionen wie Lobbyverbände, Anbauverbände präsentieren sich dort. Es gibt Länderhallen, es gibt eine Biohalle, das ist auch alles so ein bisschen thematisch sortiert. Genau, dann ist es gleichzeitig eine Fachmesse, also es gibt eben Fachtagungen für die unterschiedlichen Branchen, wie eben zum Beispiel das Frische Forum Fleisch. Und es ist ein Treffpunkt für Wirtschaft und Politik. Also es gibt jedes Jahr einen Eröffnungsrundgang, wo auch der Landwirtschaftsminister dran teilnimmt. Und gleichzeitig findet auch immer die Agrarministerkonferenz statt. Genau. Und für uns repräsentiert die Grüne Woche eben das vorherrschende Landwirtschaftssystem eben mit all den katastrophalen und zerstörerischen Folgen. Also denken wir eben an die Umweltzerstörung, Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen und eben Tierausbeutung. Und gleichzeitig ist die Grüne Woche aber eben auch eine riesige Werbe- und Propagandaveranstaltung für genau dieses System. Also egal, ob wir jetzt an Ackerbau denken, an Tierhaltung oder an globalen Handel oder was auch immer, auf der Grünen Woche wird eben versucht, dieses System zu beschönigen und ja, die katastrophalen Folgen ganz zu verschleiern. Und wir möchten eben diese Propagandafunktion der Grünen Woche demaskieren, daher unser Name. Ja, ganz kurz noch zu unserer Gruppe. Also wir sind eben ein Bündnis aus Tierrechts- und Tierbefreiungsaktiven. Wir haben letztes Jahr zur Grünen Woche zum ersten Mal Aktionen gemacht, dieses Jahr eben auch wieder. Und wir haben die Grüne Woche auch ausgewählt, weil dort eben auch die Präsentation von Tierhaltung ja, ziemlich zentral ist. Also es gibt auch eine Tierhalle, wo es Nutztierschauen gibt und es ist auch jedes Jahr der Erlebnisbauernhof da. Und das ist eben ein Kuhstall und ein Schweinestall, da werden aber auch Küken ausgestellt und so weiter. Die Kühe werden dort auch gemolken, man kann die Milch trinken und dieser ganze Erlebnisbauernhof dient eben auch dazu, so ein geschöntes Bild von der Tierhaltung rüberzubringen für die Besucher. Genau. Wie ich schon gesagt habe, unsere Ziele sind eben zum einen die Demaskierung der Propagandafunktion der Messe. Dafür machen wir eben eigene Infoveranstaltungen, wo wir auf Kritikpunkte eingehen. Aber auch Alternativen aufzeigen wollen. Und Alternativen sind für uns eben zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, die eben nicht nach den kapitalistischen Strukturen funktioniert, und die bio-vegane Landwirtschaft, also die Landwirtschaft eben ohne Tierhaltung. Dann versuchen wir, den üblichen Geschäfts- und Propagandaablauf zu stören. Das machen wir vor allem mit direkten Aktionen auf dem Messegelände selbst und vor dem Messegelände. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr einen Tiertransporter gestürmt und dort ein Transparent runtergehalten. Dieser Tiertransporter stand eben auf dem Erlebnisbauernhof und auf dem Tiertransporter stand zu lesen: Wir transportieren Tierschutz. Und das wollten wir so nicht stehen lassen. Wir möchten eben auch den Tierrechts- und Tierbefreiungsgedanken verbreiten. Also in den letzten Jahren gab es eben vor allem das Wir haben es satt Bündnis, was die Grüne Woche auch als Anlass nimmt,
um eben Kritik an der industriellen Landwirtschaft zu üben. Und dieses Bündnis fordert eben eine Rückkehr zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft und zu einer sogenannten artgerechten Tierhaltung. Und diese Forderungen gehen uns nicht weit genug. Und ja, wir versuchen einfach, das ganze mediale Interesse, was sowieso zu der Zeit besteht, zu nutzen, um eben auch unsere Position zu transportieren und den Diskurs auszuweiten. Genau, jetzt komme ich auch schon zu den Aktionen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Also im Vorfeld der Grünen Woche, bevor sie überhaupt erst losging, haben wir dem Deutschen Bauernverband den Negativpreis Rosa Brille verliehen, und zwar für seine exzellente Öffentlichkeitsarbeit und Meinungsmache. Diesen Preis hat der Bauernverband unserer Meinung nach verdient, weil er eben mit verschiedensten Strategien versucht, die Kritik an der Tierhaltung, die ja immer mehr aufkommt, zu entschärfen. Und das macht er eben mit unterschiedlichsten Strategien, also unterschiedlichsten Marketingmaßnahmen. Zum Beispiel ist er eben an diesem Erlebnisbauernhof auf der Grünen Woche beteiligt. Der Bauernverband erstellt aber auch unterschiedlichstes ideologisches Schulmaterial den Schulen zur Verfügung, damit eben auch schon Kinder und Jugendliche in ihrem Sinne beeinflusst werden. Der Bauernverband ist aber auch zum Beispiel an der Initiative Tierwohl beteiligt, die ja also mit Tierwohl nichts zu tun hat, aber dafür mehr mit dem Wohl der Industrie. Und genau, also der Bauernverband sitzt eben in Berlin, und wir sind dort vor das Gebäude gezogen, haben rosa Brillen gebastelt, einen Preis gebastelt, eine Demo angemeldet und dort eben den Preis verliehen. Und dazu möchte ich jetzt ein kurzes Video zeigen. Der Bauernverband hat sich eben entschieden, diesen Preis auch anzunehmen. Und für uns war die ganze Aktion eigentlich ein Riesenerfolg, weil die war halt vom Aufwand her nicht groß. Man musste halt nur die Materialien vorher machen und die Demo anmelden und Leute mobilisieren. Aber es wurde in der Presse halt, hat sich das dann auch sehr gut wiedergespiegelt, und es zeigt, dass, ja, dass sowas halt nicht aufwendig sein muss. Genau, dann machen wir auch so ganz klassisch Infostände eben an den Eingängen der Grünen Woche und verteilen dort eben Infomaterial und wollen darüber erreichen, dass die Besucher, die BesucherInnen, die auf die Grüne Woche gehen, eben das Ganze, was sie dort präsentiert bekommen, ein bisschen kritischer sehen. Das haben wir dieses Jahr auch in Zusammenarbeit gemacht mit der Berliner Tierbefreiungsaktion und den Arriva-Ortsgruppen aus Hannover und Berlin. Und genau, gleichzeitig haben wir dann zum Beispiel auch Kreideaktionen auf den Gehwegen vor dem Messegelände gemacht und haben da eben verschiedene Sprüche hinterlassen, wie zum Beispiel Werbung für Ausbeutung und Gewalt, artgerecht quälen, willkommen zur Grünen Woche, oder Skandale vergessen, willkommen zur Grünen Woche und so weiter. Und wir haben vor einem Eingang auch ein Die-In veranstaltet, also für alle Leute, die nicht wissen, was ein Die-In ist.
Also da kommen dann eben auch ganz viele, so viele wie möglich Aktivisten zusammen und auf ein Signal hin fallen sie wie tot um. Und gleichzeitig wird für alle, die drumherum stehen und nicht beteiligt sind, eine Rede vorgelesen, um das Ganze halt zu erklären. Und wir haben das eben gemacht, um auf die Opfer, auf die menschlichen und auf die nichtmenschlichen Opfer dieses zerstörerischen Landwirtschaftssystems hinzuweisen. Genau. Das ist auch eine Aktion, die Spaß macht und ja auch sehr effektvoll ist, wenn man genügend Menschen zusammenkriegt. Dann haben wir selber auch sehr viel Info- und Flyermaterial erstellt und haben da versucht, jetzt nicht so klassisch nur unsere Kritik drauf zu transportieren, sondern haben eben versucht, mit Kommunikationsguerilla zu arbeiten. Das heißt, dass eben, wenn jemand so einen Flyer sieht, dass dem nicht direkt klar wird, dass es ein kritischer Flyer ist, sondern das wird erst so beim Lesen klar. Und da haben wir dieses Jahr einen kritischen Geländeplan am Gelände verteilt. Der wurde uns natürlich auch von den Besuchern aus der Hand gerissen. Da war auf der einen Seite eben der Geländeplan abgebildet und die Menschen konnten auch was damit anfangen. Und auf der anderen Seite hatten wir dann eben zu einzelnen Messehalten kritische, also zwei Informationen draufgepackt, ganz kurz, und dann eben eine Frage, die die Menschen dazu animieren soll, darüber nachzudenken. Also zum Beispiel gibt es auf der Grünen Woche eben auch eine Biohalle und die stand unter dem Motto mehr Platz zum Leben. Und da haben wir dann eben auf diesen Geländeplan geschrieben, für ein Bioschwein sind 2,3 Quadratmeter Platz vorgeschrieben, keine Wiese und keine Gelegenheit zum Suhlen. Schweine sind intelligenter als Hunde und mindestens genauso sozial, neugierig und verspielt. Würden Sie einen Hund so halten wie ein Bioschwein und dann töten? Wenn nein, warum nicht? Und da haben wir eben auch versucht, möglichst alle Themen abzudecken, eben nicht nur die Tierhaltung. Genau. Dann gab es auch Ad-Bustings, also die Grüne Woche wirbt eben auch mit Werbeplakaten innerhalb von Berlin, die natürlich auch alles wunderschön darstellen. Und das haben wir auch versucht, ein bisschen richtig zu stellen. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Genau, also da wurde das Plakat dann eben verschönert mit einer Sprechblase. Pestizide vergiften den Acker und meinen Garten. Rosige Aussichten, oder? Oder dieser Mann, der da auf dem Käse sitzt, sagt dann, hehe, kapitalistische Agrarindustrie nützt wenigen und schadet vielen. Genau. Und ja, auch ziemlich einfach. Man muss sich halt einen Spruch ausdenken, druckt das sehr oft aus und geht dann halt durch die Stadt und macht das. Genau. Und die größte und aufwendigste, spektakulärste Aktion, die wir gemacht haben, war ein Bannerdrop am Messegelände. Also da haben wir ein 100 Quadratmeter Transparent vom Südeingang der Messe runtergelassen. Auf dem Transparent stand Fleisch ist immer Mord, Schluss mit der Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt. Und diese großen Aktionen macht man natürlich auch, um Presseaufmerksamkeit zu erregen. Und ja, genau. Und dazu habe ich auch noch ein Video.
Also das war es jetzt auch schon. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Aktionen, die wir gemacht haben. Noch zur Info, die nächste Grüne Woche findet halt nächstes Jahr im Januar vom 15. bis 24. Januar wieder in Berlin am Messegelände statt. Und auch da sind wieder Aktionen geplant. Und ja, wenn sich irgendjemand beteiligen möchte, kann uns gerne schreiben. Oder ihr könnt euch mit, also oder wenn ihr euch mit euren eigenen Gruppen was ausdenken wollt, finden wir das auch toll. Und uns wäre eben wichtig, dass vor allem thematisch der Protest und der Widerstand ausgeweitet wird, weil es gibt eben nicht nur die Tierausbeutung an der Landwirtschaft zu kritisieren. Ja, da gibt es zahlreiche weitere Themen. Oder auch Menschen, die schon dabei sind, Alternativen aufzubauen. Wenn da jemand mit uns in Kontakt treten möchte, sind wir da sehr dankbar. Ja, Infos findet ihr unter www.grüne-woche-demaskieren.de und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.